Doch, ich gehe mit einem optimistischen Gefühl in den Tag. Aber das Schöne an der Demokratie ist ja, am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler und nicht die Meinungsforschungsinstitute. Wir liegen 3 Prozentpunkte vorn. Ob das dann am Ende auch der Fall sein wird, das werden wir nach 18 Uhr wissen. Aber optimistisch gucke ich schon in den Tag, dass die SPD wieder stärkste politische Kraft in Bremen wird. Die Sonne, oder? Genau, jetzt werden wir uns noch mal auf die Terrasse setzen. Kerstin Krüger und ich, wir werden uns noch ein bisschen zweites Frühstück gönnen, nach dem ersten wahlstärkenden Frühstück. Und eine Tasse Kaffee machen und dann werden wir gemütlich abwarten. Und dann geht es irgendwann dann zu den gemeinsamen Treffen. Und dann werden ja irgendwann auch Ergebnisse eintrudeln. Und das ist ja so ein bisschen dann auch eine spannende Zeit, ne? Wie früher vor der Bescherung. Aber diesmal wissen wir ja, dass die Wählerinnen und Wähler dann entscheiden und nicht der Weihnachtsmann Geschenke bringen. Ja, ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, wir haben eine gute Chance, anders als 2019 wieder stärkste politische Kraft zu werden und einen klaren Regierungsauftrag zu bekommen. Aber am Ende weiß man es nicht, weil wir bisher nur Prognosen haben. Und wie gesagt, wie die Wählerinnen und Wähler entscheiden, müssen wir abwarten. Jetzt liegt es aber nicht mehr in unserer Hand, nicht in meiner Hand. Auch bei den anderen Parteien nicht. Jetzt müssen wir einfach gucken, ob unser Wahlkampf gefruchtet hat. Also, ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, als Bürgermeister zur Wahl anzutreten, wenn auch in einer kleineren Gemeinde. Und natürlich ist Aufregung da, das ist doch klar. Also, wenn man da einfach sagt, man spürt überhaupt nichts, dann wäre das schon etwas merkwürdig. Also, Aufregung ist da, aber auch Zuversicht. Und die Aufregung hält sich auch so in Grenzen, dass ich trotzdem jetzt die nächsten Stunden in der Sonne genießen kann. Dankeschön. Besten Dank.